Sehen Sie heute Germane Glissando, der leichtfüßig gleitende. Hauptrolle Porsche 911 Carrera. Sehr schön rausführen, dann schön auf dem Gas halten. Sehr, sehr schön, sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. Um sehr schön driften zu dürfen, zahlt man bei Porsche viel. 103.671 Euro sind mindestens fällig, um einen Carrera der Generation 992 zu bekommen. Im Heck steckt ein 3-Liter Biturbo mit 385 PS. Leistung ist irgendwie dann doch zweitrangig, sondern es kommt einfach darauf an, was das Auto daraus macht. Also, wenn das Basis ist, dann kann ich aber ganz, ganz suche hier mit Basis leben. Dann ist Basis ja, meine Spitze, das reicht mir, das ist völlig okay. Der Basis Porsche kommt typisch deutsch. Etwas stämmiger und mit leichtem Übergewicht. 1,6 Tonnen wiegt der Patriarch aus Zuffenhausen. Ihn prägt die Aura der Erfahrung und nicht der Glanz des Designs. Darum muss man sich bei Porsche ja sowieso nie grundsätzliche Gedanken machen. Geradlinigkeit und technische Perfektion sollen hier zu Fahrspaß führen. Im Kessel herrscht dabei etwas weniger Druck. Ich habe kleinere Turbolader als im Carrera S. Und damit entwickle ich natürlich auch weniger Leistung, weil ich weniger Luftdurchsatz habe. Es ist also nicht bloß, dass der gleiche Turbolader drauf sitzt und ich da weniger Ladedruck raushole. Wieso? Weil ich mit einem kleineren Turbolader schon bei einem kleineren Abgasstrom ein vernünftiges Ansprechverhalten habe. 450 Newtonmeter Drehmoment entwickelt das Triebwerk. Diese Kraft muss optimal auf den Asphalt gebracht werden. Ich weiß nicht, was für magische Komponenten Porsche einsetzt, aber was sie im speziell Dämpferbereich verwenden, muss feinstes Zeug sein, weil es spricht richtig gut an. Und wenn ich jetzt hier über so eine Straße fahre, dann habe ich einen Komfort, den ich normalerweise nur von Autos gewohnt bin, die überhaupt nicht sportlich ausgelegt sind, sondern einfach komfortabel. Das erste Ansprechverhalten, das macht Porsche so gut, dieser erste Moment, wenn eine Unebenheit kommt, bam, das wird ausgeglichen. Und dann, wenn es darum geht, das Auto zu stabilisieren, das Wanken zu kontrollieren, nicken, dann wird er straff. Durch die Kurven pfeilt der Elfer nicht nur dank des Fahrwerks gut. Auch die Lenkung ist mitteilsam. Ich habe hier sehr schön Lenkkraft. Ich habe wirklich das Gefühl, ich fahre hier ein Auto, was ich unter Kontrolle habe. Die Lenkkraft ist so hoch, dass es nicht unbedingt eine mega Agilität erzeugt, was ich aber nicht schlimm finde, sondern für mich ist die Kontrollierbarkeit viel wichtiger. Also ich fahre hier rein und da fühle ich mich richtig wohl. Ich habe immer das Gefühl, ich weiß, wo ich stehe. Auch hier, da ist kein Zappelmoment drin. Das passt schon sehr gut. Nachteil von so einer Lenkungsabstimmung ist immer ein bisschen stößiger. Also man merkt, dass Porsche mitteilen will, was auf der Fahrbahn los ist. Ultra komfortabel ist die Lenkung nicht. Im Vergleich zum Vorgänger ist der Carrera 5 cm breiter und 3 cm länger. Der Elfer ist ein Riesenauto geworden. Der ist nicht mehr so ein kleiner, kompakter Sportwagen, sondern das ist echt ein Riesenauto geworden. Und das merkt man natürlich hier auf diesen engen Straßen schon. Gerade wenn ich jetzt hier in der Eifel da entlang feile, dann bleibt halt links und rechts nicht mehr so viel Platz. Gut, dann widme ich mich jetzt diesem 4,52 Meter langen Stück schwäbischer Ingenieurkunst. Ich fange vorne mit dem Kofferraum an. Dass da kein Motor sitzt, das wissen inzwischen schon die Kinder. Ja, da passt aber ein bisschen was rein. Offiziell 132 Liter, zwei große Sporttaschen gehen da problemlos rein. Kann man was mit anfangen. Sicherlich gibt es Autos, wo noch mehr reingeht, aber nun gut, es ist eben ein Sportwagen. Und puristisch soll er ja auch sein. So, und dann gehen wir ein Stück nach hinten. Da sitzt ja der Motor. Und da müssen wir jetzt ganz klein bisschen in die Vergangenheit gehen, ein bisschen in Nostalgie schweifen, denn früher war das einfach ein Event. Du hast hinten die Motorhaube geöffnet, du hast auf den Motor des 911er geschaut, du hast über den Ansaugtrakt sinniert, du hast dir angeschaut, wie die Tröten rausgehen. Du konntest richtig die ganze Technik, die ganze Ingenieurkunst sehen. Und jetzt gucken wir da heute rein und was sehen wir? Eine Serviceklappe, wie bei einem Smart. Eine Serviceklappe, nichts vom Motor sehe ich. Hier sind ein paar Lüfter, da kann ich ein bisschen Flüssigkeit reinkippen, da Öl, das war's. Also mich frustriert das, weil man kauft sich doch so ein teures Auto auch, hoffe ich mal, in dem Bewusstsein, dass man da tolle Technik, einen tollen Motor, einen tollen Antrieb drin hat. Da will ich auch ein bisschen was von sehen. Und hier sehe ich nichts.
Finde ich schade. Wegen mir sollen sie in Zukunft eine Kamera reinbauen, dass wenigstens ich was sehen kann. Schade. Deswegen machen wir das wieder zu. Und aus Protest erwähne ich auch jetzt nicht so wahnsinnig viel. 3 Liter Turbo, 385 PS. Muss reichen. Mehr erzählt Porsche ja auch nicht. Und jetzt gehen wir zum Interieur. Dann mal rennen in die gute schwäbische Stube. Und dort singen wir jetzt gleich mal das hohe Lied auf die schwäbische, auf die deutsche Verarbeitung. Wie das alles hier sitzt, wie das abgesteppt ist, wie jeder Detail hier sauber verarbeitet ist. Und stellen dann aber ganz frustriert fest, das kostet alles unglaublich viel Geld. Da bekommst du nichts geschenkt, weit entfernt davon. Wir holen uns einfach mal ein paar Sachen raus. Diese Lenkradkombi hier mit dem Alcantara über 1200 Euro. Die Sitze, auf denen ich hier throne, ja, mit allem Schnickschnack, Adaptiv und Pipapo, kosten über 3200 Euro. Und da ist das Leder noch nicht dabei. Das kostet nämlich fast 4000 Euro. Also egal, was du hier anfasst, es kostet immer Geld und das ist schon ein bisschen frustrierend. Dem einen oder anderen Porsche-Fahrer mag das egal sein, ich kann es mir nicht leisten. Wir gucken uns aber trotzdem mal an, was es hier noch so gibt. Vor allem hier oben Sport Chrono gefällt mir sehr, sehr gut. Die Uhr obendrauf kostet natürlich Aufpreis, aber das hatte ich ja schon erwähnt. Und dann habe ich hier noch mein großes Navigationssystem, das ich von der Typografie und allem sehr modern finde. Aber wenn es schon mal da ist, können wir auch drüber reden. Man sieht das auch hier, es ist relativ vollgepackt. Und während der Fahrt schnell zu erfassen, was jetzt wo bei welcher Funktion ist, das kann schon mal ein bisschen länger dauern. Und ich finde, dadurch, dass Porsche immer mehr reingepackt hat, ist es nicht unbedingt besser geworden. Man kann natürlich auch einiges hier verstellen, was man zum Beispiel über diesen Schalter hier macht. Da kann ich hier nochmal ins Untermenü hinein. Ich kann hier auch in das Chronomenü hinein. Da kann ich mir eine Referenzrunde laden, kann dort entsprechend meine Zeit stoppen. Geht ja bei anderen Sportwagen auch. Darüber hinaus gibt es jetzt aber keine wahnsinnig detaillierte Angabe von speziellen Fahrdynamikdaten. Ja, ich wünsche mir das immer ganz gerne im Sportwagen. Hier ist es halt nicht drin. Ja, und das ist es eigentlich zum Porsche-Innenraum. Man fühlt sich wohl. Es soll der Basis-Carrera sein. Aber der Aufpreis für das Ganze hier ist mal locker mehr, als der Deutsche durchschnittlich für ein Auto ausgibt. Zeit fürs Beschleunigen. 0 auf 100 km/h. Launch Control müsste funktionieren, ist aber nass. Gemessen ist er ja bei trockener Farbe. Gucken wir mal, was passiert. Und. Oh, ja, das fühlt sich aber nicht nach 385 PS an. Nur 3,9 Sekunden braucht der 11er auf 100 km/h. Wie sieht es in umgekehrter Richtung aus? Bremsen. Das, was ein Porsche beherrschen soll. Auf nasser Fahrbahn und ab geht's. Ohne Schmierfilm steht der Porsche nach sagenhaften 30,6 Metern. Ich würde den 911 Carrera kaufen, weil es immer noch für mich das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bei den 911ern ist. Er bringt absolut genug 911er-Feeling, genug Leistung. Und ist aber zumindest im Kopf noch erreichbar vom Preis her. Also im Kopf, sagen wir es mal so. Ich würde den 911 Carrera nicht kaufen, wenn ich einfach auf den Preis gucke. Weil ich habe es hier mit einem Auto von über 130.000 Euro zu tun, so wie er hier ausgestattet ist. Und das wäre mir persönlich viel zu teuer. Ich weiß, es gibt Autos, die kosten spürbar weniger und machen fast genauso viel Spaß. Was sagt ihr denn dazu? Basis-Carrera, über 100.000 Euro in der Basisausstattung. Wenn du ihn ausstattest, noch viel, viel mehr. Ist das komplett abgehoben oder muss ein Porsche so viel kosten? Diskutiert's.